über Distributed Storage mit ClusterFS. Dankeschön. Ja, ich sage gleich mal ein guter Start. Ich schiebe das auf dein Karma übrigens. Ja, also von mir nochmal ein ganz verspätetes herzlich willkommen hier zur vorletzten Runde des letzten Tags der OSDC, vielleicht der letzten OSDC in Nürnberg. Nachdem wir gestern schon was über Ceph gehört haben und da schon ein bisschen eingestimmt sind auf verteilten Storage, verteilte Dateisysteme, bin ich heute dran, mit einer anderen Implementierung ClusterFS und die vorzustellen und vielleicht hin und wieder dann auch mal einen Seitenausblick auf einen Vergleich mit Ceph zu tun an der Stelle. Ja, bei mehr als 5 Folien, da kann man auch mal eine Agenda machen, eine kurze Einführung erst einmal zum Thema, vielleicht auch verteilte Dateisysteme und was dahinter steckt, auch wo wir daherkommen, warum das interessant ist. Dann mal so von ganz weit oben geguckt, das sind so die Kernkomponenten, die dazugehören, wer spielt da mit wem. Dann werden wir uns ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen, was passiert denn jetzt eigentlich da auf der Serverseite oder vielleicht auch auf der Client-Seite, was sind so die Subkomponenten, was spielt da zusammen. Dann natürlich nicht zu vergessen Anwendungsfälle. Man macht das ja nicht für die Grundlagenforschung oder weil man aus Liebe zur Entwicklung, sondern man will das ja auch irgendwie anwenden, vielleicht sogar Geld damit verdienen. In dem Fall gibt es sogar eine Firma. Und eine kurze Zusammenfassung, was man mitnehmen sollte, vielleicht für eigene Untersuchungen. Ja, das ist ganz einfach, was über mich. Eigentlich bin ich Mathe-Physiklehrer, studiere Mathe-Physiklehrer für Gymnasium oder wie es genau ist, für das höhere Lehramt an Gymnasien. Bin vor vielen Jahren schon mit dem Linux-Virus infiziert worden und das hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Machte auch viel an der Stelle, habe als Trainer gearbeitet, habe als Sysadmin gearbeitet im HPC-Umfeld, im CA-Umfeld, vor allem für deutsche Automobilfirmen. Und seit einigen Jahren bin ich bei der Amadeus angestellt. Die kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen rumreist, Flugbuchungssystem. Wir haben da auch eine nicht zu verachtende Linux-Umgebung und ich leite dort das sogenannte Linux-Strategie-Team. Also wir legen nach der Beschreibung fest, wie es in 5 Jahren mit Linux bei Amadeus aussieht. Ja, dann gehen wir gleich ins Fachliche rein. Vielleicht mal kurz noch einen Rückblick bei Storage. Wo kommen wir da eigentlich her? Historisch war es so, dass eigentlich die Aufgabenverteilung ungerecht war, dass der Server zuständig war für bestimmte Aufgaben, die eigentlich der Datenträger hätte übernehmen sollen, um zum Beispiel Platz zuzuweisen oder Blöcke zu allozieren. Das wurde vor einigen Jahren oder schon vor einiger Zeit wurde gesagt, okay, das ist nicht mehr so richtig oder das war nie richtig. Und inzwischen kann die Hardware das auch, ist leistungsfähig genug, um das zu machen. Und man hat die entsprechenden Standards erweitert und dann kamen solche Begriffe wie objektbasierter Storage-Ansatz oder objektbasierte Datenträgerverwaltung, solche Begriffe kamen dann auf. In dem Zusammenhang wurde auch nochmal klar festgestellt oder festgelegt, also wir wollen jetzt mal wirklich hier trennen zwischen was sind die eigentlichen Daten, was sind die Metadaten und wollen da vielleicht auch verschiedene Instanzen da aufbauen, dass sie damit umgehen können. Wenn man da noch ein bisschen weiter tiefer gräbt, und das sind dann Begriffe, die dann gerade, wenn man mit verteilten Dateisystemen zu tun hat oder verteilten Storage immer wieder auftauchen, sind sogenannte OSDs, objektbasierte Storage Devices. Letzten Endes intelligente Festplatten, die jetzt die Aufgabe haben sollen, Aufgaben, die vorher der Server übernommen hat, das wieder selbstständig zu machen. Der Layer oben drüber oder wie man das sich vorstellen muss, ist, dass man vorher, der Server hat gesagt, okay, ich möchte jetzt diese Blöcke da allokieren und möchte da was reinschreiben und dann möchte ich das so verwalten. Das macht er jetzt nicht mehr, sondern das ist jetzt ausgelagert an diese OSDs, diese intelligenten Festplatten. Der Server will nur noch sagen, okay, ich will vielleicht die Partition oder ich will mit der Datei was machen. Das heißt, es ist auch ein Wechsel wie auf Serverseite, welche Sprache da verwendet wird, um mit dem Datenträger, in dem Fall mit der OSD, zu reden. Historisch, oder wie ich es eingeführt habe, war es so gesagt, okay, die Festplatten sind immer leistungsfähiger geworden, können von der Kapazität, von der Rechenkapazität, können sie das stemmen, diese neuen Aufgaben. Tatsache ist aber, dass heutzutage hardwarebasierte OSDs eigentlich gar nicht mehr anzutreffen sind, sondern das Ganze wird in Software gegossen. Was passiert ist, das ist ähnlich, wie es der Martin auch gestern vorgestellt hat, man hat halt einfach eine ganze Reihe von Rechnern, mehr oder weniger groß, auch mehr oder weniger teuer, hat da Platten angeschlossen und dann stülpt man da eine Software drauf, die dann diese OSD-Schicht quasi emuliert. Das heißt, ich nehme einen Rechner einfach her, stecke Plattenplatz an und dann sage, okay, mit der Software ist das meine OSD. Und das ist bei den verteilten Storage-Systemen oder verteilten Dateisystemen, ist das die Kernkomponente, weil da die Daten liegen. Mit diesem Wechsel von klassisch, wie man mit lokalen Platten umgegangen ist oder wie man mit Zahnplatten umgegangen ist, gab es einige Paradigmenwechsel, wo man umdenken muss. Ich hatte schon gesagt, jetzt vom Block muss man umdenken Richtung Objekt, Storage-Objekt.
Wir haben nur früher vielleicht im Rechenzentrum einige wenige große Storage Arrays hatte, geht es jetzt eher in die Richtung, dass man hier über 10, 100 oder vielleicht sogar Tausende von Rechnern redet. Natürlich dann kleiner, aber eine total verteilte Umgebung, die natürlich ganz anders zu verwalten ist. Und die Grenzen zwischen Storage und Server verschwinden auch da oder verschwimmen, wird unklar. Ist das jetzt zum Beispiel was die Storage-Gruppe übernehmen müsste oder ist das was die Admin-Gruppe übernehmen müsste? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir uns auch bei der Amadeus stellen. Wir haben eine sehr klare Trennung bei uns. Wir haben wirklich Teams, die sind nur fürs Betriebssystem zuständig. Und wir haben Teams, die machen das ganze SAN und das NAS-Zeug. Und die ClusterFS-Boxen, die wir reingekriegt haben, war dann die Frage, wo gehen sie hin? Die Storage-Leute wollten nicht so richtig, wir waren interessiert, deswegen sind sie bei uns gelandet. Ja, und jetzt habe ich den Bogen auch versucht schon zu schlagen Richtung verteilte Dateisysteme. Also das ist da, wo dieser objektbasierte Ansatz sehr stark zur Geltung kommt. Die haben in den letzten Jahren da auch ein bisschen an Attraktion gewonnen, an Aufmerksamkeit. Einmal zusammen mit dem Cloud-Type, und jetzt habe ich das Wort auch gesagt, weil es darum ging, möglichst schnell kosteneffizient Storage zu bekommen oder Platz zu bekommen und das vielleicht auch wieder loszuwerden. In jüngerer Vergangenheit sind dann Schlagworte wie Big Data aufgekommen, wo verteilte Dateisysteme aber eher ein Vehikel sind an der Stelle, um Daten möglichst vielen Rechnern anbieten zu können gleichzeitig, was es mit dem klassischen SAN-Infrastruktur nicht so skalierend möglich gewesen wäre. Ja, und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf den Vortrag von gestern verweisen, der da ähnliche Sachen vielleicht anders dargestellt aufgezeigt hat im Rahmen, warum sind verteilte Dateisysteme interessant. Okay, wenn die Frage ist, nicht mehr stellt, verteilte Dateisysteme sich anzugucken und verteilten Storage, man will das machen aus verschiedenen Gründen und fängt dann an, in den Markt zu gucken, was gibt es da, dann stellt man relativ schnell fest, okay, es gibt einfach verschiedene Implementierungen mit verschiedenen Funktionen, auch mit verschiedenen Modellen, was den Support betrifft, auch verschiedene Modellen, was die Offenlegung des Codes betrifft. Die klassischen Storage-Hersteller haben natürlich auch ihre eigenen Initiativen und wollen das in den Markt bringen, also man ist ziemlich schnell, können wir da erschlagen sein. Ich denke, wenn man es ein bisschen mit einer Linux-Brille oder einer Open-Source-Brille rangeht, dann bleibt nur noch relativ wenig übrig, dann selektiert sich einiges raus. Ein guter Vertreter ist ja gestern schon vorgestellt worden mit Ceph. Das ist zum Beispiel auch was eine SUSE als Distributor aufgegriffen hat und vermarktet mit eigenen Produkten. Und jetzt ein anderer großer Distributor, Red Hat an der Stelle, die haben sich auf ClusterFS gestürzt, was ich dann jetzt im Weiteren genauer vorstellen will. Vielleicht noch ein paar Infos zur Geschichte von Cluster. Gab es ursprünglich eine Firma, die dahinter steckte, die Entwicklung vorangetrieben hat, die 2005 gegründet wurde. Cluster ist ein Wortspiel aus GNU und Cluster, aber das hat man wahrscheinlich auch einfach geraten. Bis zum Zeitpunkt, oder bis vor anderthalb Jahren, war das auch alles nicht so bekannt. Es gab tatsächlich Kunden weltweit, die das eingesetzt haben, aber die Entwicklung war mehr oder weniger so hinter verschlossenen Türen. Da war kein aggressives Marketing da an der Stelle. Und das änderte sich mit Red Hat, mit der Übernahme durch Red Hat, als die Cluster übernommen haben 2001, die da deutlich mehr gemacht haben, die da mehr an der Community auch vorantreiben. Es gibt einen Community Manager, der die Idee von Cluster und warum Cluster toll ist, propagiert. Und Red Hat hat dann auch letzten Endes mit diesem Softwareprojekt das gemacht, was sie schon auch mit Red Hat gemacht haben, wo sie einfach Fedora als das haben, was in der Community funktioniert und wo die Leute testen und beitragen. Und irgendwann nehmen sie das dann mal, lassen es durch die interne QA laufen und machen dann Red Hat Enterprise Linux draus. Und genauso machen sie das auch mit Cluster. Also das, was man bei cluster.org runterladen kann, nimmt Red Hat mal an einer bestimmten Stelle, tut dann vielleicht noch ein paar Fehler beseitigen, vielleicht auch noch was hinzufügen, praktisch schon zurückportieren, was ist in der Version noch nicht vorhanden war und verkauft das dann als Produkt, was zum Beispiel, also Red Hat Storage Server ist einer der Namen, die da kursieren. Letztendlich ist es aber nur ein Red Hat Enterprise Linux, wo noch ein paar Zusatzpakete installiert sind und vielleicht noch ein paar Voraussetzungen, dass sie halt sagen, sie hätten zum Beispiel gerne einen RAID drunter bei den Platten an der Stelle. Ähnlich wie wir es gestern auch bei Ceph gesehen haben, haben wir da erstmal so einen Serverteil, der irgendwie dafür zuständig ist, dass irgendwie diese Platten da zur Verfügung gestellt werden, dass man den nutzen kann. Und es gibt die eigentlichen Nutznießer, die Clients. Und die Clients können bei Cluster FS über verschiedene Weise auf die Daten im Clusterverbund zugreifen, im ClusterFS-Verbund zugreifen. Da ist natürlich erstmal das eigene Protokoll, also es gibt ein ClusterFS-Client, POSIX-kompatibles Dateisystem, das aber nicht Bestandteil des Kernels ist, jetzt im Unterschied zu Ceph. Das heißt, hier muss man den Umweg über das Filesystem in User Space gehen, über Fuse ClusterFS anbinden, wenn ich darauf zugreifen möchte.
Eine zweite Möglichkeit wäre über NFS. ClusterFS bringt eine eigene Implementierung vom NFS-Daemon mit. Ob das jetzt sinnvoll ist, überlasse ich jetzt den Einzelnen. Ich finde es nicht so geschickt, das Rad nochmal neu zu erfinden. Hat auch Limitierungen, kann zum Beispiel nur TCP, ist nur NFS-Version V3. Man hätte auch einfach den Linux-nativen NFS-Server nehmen können an der Stelle. Aber er ist dabei, ist standardmäßig auch eingeschaltet, wenn man es installiert, und man kann dann mit den ganz normalen NFS-Client-Kommandos auf Linux-Seite drauf zugreifen. Das ist zum Beispiel was wir getestet haben, weil wir nicht sofort die Unterstützung gekriegt haben für den Red Hat Fuse ClusterFS Client auf SUSE. Die waren da komischerweise etwas zurückhaltend an der Stelle. Und seit der letzten Version gibt es natürlich auch die schicke Möglichkeit, auf das Ganze über HTTP zuzugreifen, was man zum Beispiel braucht in OpenStack-Umgebung, wenn man S3-kompatiblen Umgebung, wenn man das machen möchte. Auf der Serverseite gibt es ein paar Komponenten, die auf seltsame Namen hören, wie Pricks, Translators. Das sind Subkomponenten, und auf die gehe ich dann später auch nochmal ein bisschen genauer ein. Für uns interessant, oder was man von der Client-Seite aus sieht, ist dann das, was am Schluss rauskommt, und das sind die sogenannten Volumes. Die werden dann wie Verzeichnisse exportiert, wenn ich mal das NFS-Wort benutzen darf, und sind dann vom Client zu sehen. Und das sind für die eigentlichen Daten, das heißt, da lege ich meine Sachen ab. Ich hatte eher schon mal gesagt, dass im Zuge des objektbasierten Ansatzes mal gesagt hat, wir wollen jetzt eine klare Trennung machen, wie Daten und Metadaten verwaltet werden. Gestern haben wir bei Ceph das gesehen, dass es da dedizierte Server gibt für die Daten, also für die OSDs, und dedizierte Serverprozesse für die Metadaten. ClusterFS hat auch Metadaten, geht hier aber einen anderen Ansatz als Ceph, mit der gleichen Ausgangsüberlegung. Wieder der Hintergrund, man wusste, dass zum Beispiel bei Luster der Metadatenserver der Flaschenhals sein kann für die Performance, also wollte man was anders machen. Ceph war den Weg gegangen, das einfach auszubreiten, zu sagen, dann machen wir einfach viele Server und partitionieren Namensräume und so weiter. Und Ceph hat und die ClusterFS-Leute haben gesagt, wir probieren mal, ob es auch irgendwie ohne den Serverprozess geht, der Flaschenhals sein kann. Und die haben dann irgendwas festgelegt, dass man auf Client-Seite oder auf Server-Seite basierend auf dem Namen da was berechnen kann, wo dann was landet. Aber da komme ich später auch nochmal im Einzelnen dazu. Wenn man das mal als Bild, habe ich das mal versucht hier so aufzumalen. Das heißt, wir haben hier unsere, vereinfacht dargestellt, vielen Rechner, die als OSDs arbeiten, also als intelligente Festplatten. Das heißt, sind aber ganz normale Rechner, die halt ein bisschen Plattenplatz haben und die Prozesse drauflaufen, Software installiert ist. Die werden dann über die ClusterFS-Prozesse zusammengefasst zu einem gemeinsamen Namensraum, den man dann nach außen freigibt. Und dann kann der Client über die Protokolle, über das native ClusterFS-Protokoll direkt drauf zugreifen. Oder NFS, weil hier ein NFS-Server implementiert ist, eingebaut ist beim ClusterFS. Und in der Dokumentation sieht man auch immer wieder den Hinweis darauf, dass man auch über SIFS auf die Daten im Clusterverbund zugreifen kann. Hier muss man aber ehrlicherweise sagen, dass es also keine weitere SIFS-Implementierung im ClusterFS-Daemon gibt, sondern dass man hier auf den Samba-Server zurückgreift, den man dazwischen schaltet und der quasi die Konvertierung da macht. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Den Ansatz, den man hier gewählt hat, hätte man vielleicht auch hier wählen können. Ich habe nicht, also es hat sich mir nicht erschlossen, warum man den NFS-Server nochmal selber entwickelt hat. Ja, gehen wir auf ein paar von den Komponenten nochmal ein. Die Bricks. Die Bricks, das sind eigentlich die Computer mit den Platten, das nackte Metall, was wir da an der Stelle haben, die Grundkomponente, da liegen die Daten letzten Endes. Die fasst man in so einer Art Farmverbund zusammen, die müssen einander trauen, man macht die miteinander bekannt. Wenn man neue Server reinnimmt, sagt man, bitte stell dich einen vor, und wenn man einen rausnimmt, dann verabschiedet man sich. Die unterhalten sich untereinander über TCP/IP, Ethernet könnte das sein, man könnte aber auch über InfiniBand gehen, wenn man das aus Latenzgründen haben möchte. Dann hat man auf diesem Server natürlich irgendwie Plattenplatz, ein Dateisystem. XFS ist hier das, was empfohlen ist. X4 geht prinzipiell auch. Ist man natürlich ein bisschen auf einer Insel dann, weil es deutlich weniger Leute gibt, die das einsetzen. Wenn man einen Schritt zurücktritt, dann kann man sagen, es müsste eigentlich jedes Dateisystem gehen, wenn es denn nur erweiterte Attribute unterstützt. ClusterFS nutzt diese erweiterten Attribute nämlich, um Sachen für seinen File-System-Layer, für seine Dateisystemschicht dort abzulegen. Und deswegen ist das eminent wichtig. Ansonsten könnte man sagen, bestimmte Einschränkungen, die dieses Backend-Dateisystem hat, die sind dann halt direkt sichtbar. Also man kann über ClusterFS zum Beispiel auch Zugriffskontrolllisten verwalten, ACLs.
Aber das muss natürlich auch das Dateisystem unten drunter können, sonst fällt das an der Stelle auf die Nase. Und wir haben auf diesen Bricks haben wir zwei maßgebliche Daemons laufen, den Cluster-Daemon, den Cluster-FS-Daemon. Der eine hat zur Aufgabe, praktisch diesen Plattenplatz erstmal zusammenzufassen, dann vielleicht noch ein paar Konfigurationen oder Eigenschaften festzulegen und das dann im Cluster-FS-Verbund nach oben durchzugeben, wo dann der Masterprozess dann das von den einzelnen Bricks einsammelt, zusammenfasst zu einem Namensraum, zu einem Volume und das dann nach außen weitergibt. Dann hatte ich vorhin diese Übersetzer genannt. Vom Prinzip sind das alles kleine Hilfsmittel oder Werkzeuge. Bei ClusterFS ist man den Ansatz gegangen, dass man gesagt hat, okay, für jede Funktion schreiben wir einfach so einen kleinen Translator und der macht dann genau diese Funktionalität, bildet er ab. Und wenn ich möchte, dass ein Volume die Eigenschaften A, B und C hat, dann habe ich drei Translatoren, drei Übersetzer, drei Werkzeuge A, B, C, die ich dann einfach hintereinander hänge, an das Volume oder an das Verzeichnis ranklatsche und dann habe ich meine Eigenschaften entsprechend festgelegt. Replikation ist zum Beispiel so ein Zweck. Replizieren ist was bei ClusterFS, was ich mache, um hochverfügbar zu sein, dass mein Server wegfallen kann, dass die Daten immer noch da sind, POSIX-Kompatibilität, Quotas oder auch aufs IO-Verhalten einzugreifen. Alle diese Konfigurationssachen sind über jeweils einzelne Translatoren festgelegt und die werden dann, wie gesagt, hintereinander gekettet. Und technisch gesehen ist das die Konfiguration, wie mein Volume aussieht, wie ich es dann präsentiere zum Client. Das Volume selbst ist dann quasi das, was am Ende rauskommt. Das ist eigentlich der Service, den ich anbiete. Und die Sachen, die ich vorhin genannt habe, die über Translatoren abgebildet sind, die werden dann hier echt konfiguriert. Das heißt, wenn ich als Admin hergehe und sage, ich möchte jetzt ein Volume anlegen, was zum Beispiel drei Kopien hat, dann mache ich das beim Anlegen des Volumes. Im Hintergrund kommt Cluster dann her und sagt, okay, wenn der jetzt replizieren will, dann muss ich diesen Replikationsübersetzer mit dazu nehmen. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte, dass es dann auch noch verteilt wird, damit ich eine Art Workload Balancing habe, dass nicht immer noch alles auf den einen Server geht, dann sage ich, okay, ich hätte gerne ein verteiltes und repliziertes Volume und dann geht Cluster her und sagt, okay, dann brauche ich jetzt zwei Translatoren, nämlich noch einen fürs Verteilen und kettet das aneinander. Man sieht das dann aber nicht oder man kann das nicht wirklich jetzt beeinflussen, dass man sagen kann, ich möchte jetzt erst verteilen und dann replizieren, sondern das macht dann Cluster im Hintergrund. Auch solche Sachen wie NFS-Funktionalität einschränken oder ausschalten, Cache-Größen bestimmen oder Cache ein- und ausschalten, solche Sachen mache ich hier auf der Volume-Ebene, lege ich das fest, kann ich das auch ändern von den Standards. Im Hintergrund wird dann entsprechend dieser Brickgraph aufgearbeitet, umgearbeitet oder neu zusammengesetzt. Metadaten hatte ich ja schon zweimal angesprochen, einmal beim Separieren und das zweite Mal, dass ClusterFS hier einen anderen Ansatz geht als Ceph, mit der gleichen Maßgabe hier keinen Flaschenhals künstlich zu schaffen durch einen Prozess. Wenn man erstmal ein bisschen blauäugig oder unbedarft dran geht an das Thema, könnte man sagen, es gibt eigentlich so zwei Arten von Metadaten. Es gibt erstmal die man auch bei einem lokalen Dateisystem hat. Da reden wir jetzt von Zugriffsberechtigungen, wir reden von Zeitstempeln und solche Informationen. Und dann gibt es Metadaten, die kommen dann erst ins Spiel, wenn ich von einem verteilten Dateisystem rede. Wenn es also darum geht, okay, ich habe jetzt irgendwelche Kopien und wo liegen diese Kopien? Und die ClusterFS-Leute machen hier zwei Ansätze für diese, sagen wir mal, lokalen Dateisystem-Metadaten. Da machen sie eigentlich gar nichts Schwieriges, sondern sagen einfach, das legen wir einfach im Backend-Dateisystem ab. Also wenn jetzt zum Beispiel der Time ClusterFS dem Benutzer Udo gehört, dann gucke ich einfach auf dem Backend-Dateisystem und dann ist dort die Information gespeichert. Und ClusterFS ist an der Stelle ziemlich transparent. Das heißt, es hält keine Information vor, sondern reicht das 1:1 weiter. Zeitstempel und so weiter. Eigenschaften wie zum Beispiel, okay, welche Brick oder welche OSD, welcher Storage-Server ist denn jetzt für welche Datei zuständig, speichert ClusterFS auch wieder im Backend-Dateisystem ab. Das ist jetzt aber was man nicht kennt von dem lokalen X4 oder XFS, deswegen benutzt ClusterFS hier die erweiterten Attribute, um das zu machen. Das heißt, da gibt es extra Felder, die dann im Backend-Dateisystem belegt sind, wo ClusterFS sagt, okay, wir machen hier eine Verteilung und für dieses Volume sind diese Rechner zuständig. Die sind da, ihr seid Kopien, ihr seid Partner voneinander. Oder bei Verteilung, du bist es für den Bereich zuständig und du bist für den Bereich zuständig.
Und dann gibt es noch die spannende Frage, wenn ich als Client jetzt eine Datei auf eine Datei zugreifen will, wo ist die eigentlich? Woher weiß Cluster jetzt, mit welcher Brick ich da eigentlich reden muss? Oder wenn ich eine neue anlege, woher weiß Cluster dann, wo es die hinlegen soll? Und das ist eine Sache, wo die Clusterfest-Leute jetzt wieder auf eine Mathematik zurückgegriffen haben, bis zu einem gewissen Grad. Wir hatten ja bei Seth gestern ein bisschen gesehen den Crush-Algorithmus, wo verschiedene Bedingungen einfließen, um festzulegen, welche Daten jetzt oder Teile von der Datei irgendwo landen. Bei Clusterfest ist die Granularität größer, das ist immer auf Dateigröße, das heißt, wenn ich eine 3 Megabyte große Datei habe, dann landet die auch 1:1 als 3 Megabyte große Datei auf dem Backend. Da gibt es keine Aufteilung. Mit einer Ausnahme, wenn ich ein sogenanntes gestripedes Volume anlege, dann wird der Clusterfest im Standard erstmal das 128 Kilobyte Häppchen zerhacken und dann im Round-Robin-Verfahren austeilen. Aber für alle anderen, also für replizierte Volumes, wo ich mehrere Kopien habe, oder verteilte Volumes, wo ich so nacheinander die Server bestücke, landen Dateien als Ganzes auf dem Backend-Dateisystem. Um es aber zu verteilen und auch ein bisschen statistisch zu verteilen, macht Clusterfest Folgendes: Es nimmt den Dateinamen her, jagt eine Hash-Funktion drüber und je nachdem, was dann für Schlüssel am Ende rauskommt oder für einen Wert rauskommt, landet das dann auf der Brick oder auf der Brick oder auf der Brick. Das heißt, die Topologie von meinem Clusterfest-Verbund spielt hier eine entscheidende Rolle. Und das werden wir später auch sehen, was ich dann beachten muss, wenn ich Bricks rausnehme oder wenn ich Bricks hinzufüge. Weil Clusterfest die Datei nicht aufteilt, kann ich in eine Situation gelangen, dass meine Brick voll ist, also meine eigentliche Zielbrick, die ich aufgrund dieses Hash-Algorithmus adressieren müsste. Und Clusterfest macht dann Folgendes: Es macht jetzt keinen zweiten Algorithmus für solche Fälle, sondern sagt einfach, okay, dann lege ich an der Stelle, wo es eigentlich sein müsste, einfach einen Link an Clusterfest intern, der dann verweist, okay, du bist zwar hier richtig, aber du musst noch eins weiter, um dann zu sagen, er muss dann zu dieser Brick gehen. Wieder diese Information, wie zum Beispiel der Namensraum aufgeteilt ist oder wie die Verteilung ist, das ist in den erweiterten Attributen abgelegt. Die Berechnung, mit Hilfe dieses elastischen Algorithmus, kann von Client und von der Serverseite vorgenommen werden. Wenn ich nativ Clusterfest spreche, vom Client zum Server, dann macht es der Client. Das heißt, der ist dann verantwortlich, um die entsprechenden Storage-Server zu adressieren. Wenn ich NFS mit Clusterfest spreche, dann der NFS-Client, der weiß ja nichts davon. Dann geht das 1:1 zum Cluster und dann wird auf der Serverseite berechnet, wo das hin muss und entsprechend verteilt. Also die Cluster-Server untereinander wissen auch, wo jeder über Zuständigkeitsbereiche und über Konfigurationen. Das geht sogar so weit, dass wenn ich sage, ich habe jetzt 4 Server in meinem Clusterverbund und habe ein Volume angelegt mit den ersten 2, dann kann ich das trotzdem von dem anderen mounten, weil die das dann intern weiter routen. Eine interessante Eigenschaft ist der Selbstheilmechanismus von Cluster. Der kommt nur zum Tragen, wenn ich ein Volume angelegt habe oder für Volumes, die einen Replikationsfaktor von 2 und größer haben. Was Cluster macht an der Stelle, ist, es guckt einfach, ich habe so und so viele Kopien von einer Datei und stellt fest, was gute Kopien sind und was schlechte Kopien sind. Wenn ich also kein repliziertes oder kein replizierendes Volume habe, dann geht auch keine Selbstheilung, weil es auch keine Magie machen kann. Bis zur letzten Version war es so, dass das kein proaktives Heilen war, sondern erst beim Zugriff auf die Datei hat ClusterFS dann geguckt, ja, stimmt das, und hier habe ich noch eine Kopie, stimmen die überein, und wenn es okay ist, dann kam das einfach zurück, hat festgestellt, oh, hier fehlt mir die Kopie oder die ist korrupt, dann wurde das korrupte Objekt beiseite geschoben und einfach die Kopie drüben abgelegt. Wiederum, Granularität bei ClusterFS sind Dateien. Das heißt, wenn ich eine 3 Megabyte große Datei korrupt habe, dann dauert der Kopierprozess natürlich entsprechend länger. In dieser Situation, dass ich einen inkonsistenten Zustand habe in meinem Cluster, kann ich einfach kommen, wenn ich einfach die Netzwerkkommunikation unterbreche, wie zum Beispiel, was dann typischerweise bei klassischen Clustern im Split-Brain enden kann. Ich kann auf Clusterfest-Seite ein sogenanntes Quorum definieren. Ich kann also sagen, wenn ich 4 Rechner habe, kann ich sagen, okay, ich möchte, dass ihr nur Schreibprozesse durchführt, wenn ihr Quorum habt. Und Quorum habt ihr, wenn ihr so und so viele Server sehen könnt. Das heißt, wenn ich 3 Rechner hier habe und einen hier und diese 3 können den einen nicht mehr sehen und umgekehrt, dann würde dieser eine Rechner feststellen, oh, ich habe kein Quorum mehr, ich schreibe nicht.
Man kann nicht alle Fälle vorbeugen, also es ist sogar relativ einfach zu reproduzieren, dass man in eine Split-Brain-Situation kommt, wo Cluster-FS, der Selbstheilungsmechanismus, nicht mehr funktioniert. Und dann ist man auf der Cluster-FS-Ebene auch ein bisschen erschossen an der Stelle, da kann man nichts viel machen. Hier kommt es aber positiv zum Tragen, dass die Schicht des verteilten Dateisystems von Cluster-FS, dass sie so dünn ist und dass das alles 1:1 auf dem Backend-Dateisystem liegt. Das heißt, ich kann mich anmelden auf dem System, auf dem Storage-Server, gehe auf das Backend-Dateisystem, gucke mir dann meine Daten an, kann dann festlegen, okay, das ist eine gute Datei, alle schlechten lösche ich, und dann ist Cluster-FS wieder eine Situation, mit der es umgehen kann. Wenn eine Datei da ist und eine fehlt, wo keine ist, dann weiß es, was es zu tun ist. Also vom Debug an der Stelle. Ein interessantes Feature, was für uns interessant ist, ist die sogenannte Georeplikation. Das ist bei Cluster relativ einfach aufzusetzen. Und das würde ich mir jetzt bei Ceph zum Beispiel deutlich schwerer vorstellen, aber der Martin kann da natürlich widersprechen, um das so abzubilden, wie wir es haben wollen. Also wir haben ein Rechenzentrum und wir haben auch ein Notfallrechenzentrum, und Georeplikation wäre hier ideal, um zu sagen, okay, ich habe hier meine Daten und ich möchte für den Fall, dass ich wirklich hier einen Ausfall habe, auf die Daten in meinem Notfallrechenzentrum zugreifen und das von dort aus laufen lassen. Es ist asynchron, das heißt, man kann das nicht, sollte das nicht vergleichen mit einem replizierenden Volume, wo wirklich synchron die Daten immer gleich sind, sondern da ist eine Verzögerung dabei. Man steuert das auch manuell, kann man sagen, ich möchte jetzt diese Replikation starten oder stoppen. Die Technologie drunter ist wiederum ganz einfach, das ist so ein bisschen das Credo bei Cluster, dass man da auf vorhandene, einfache Sachen zurückgreift, was Vorteile und Nachteile hat. Es ist letzten Endes ein R-Sync mit einem SSH, man muss vorher einfach den Master und die Slaves so konfigurieren, dass man vom Master auf diesen bestimmten Benutzer, der dann für die Replikation auf der Slave-Seite zuständig ist, zugreifen kann mit SSH. Als Root geht das, und ohne ein Passwort anzugeben, muss also Schlüssel austauschen, und das war es dann schon mehr oder weniger. Ich kann das auch kaskadieren, so wie es hier, wo es hier dargestellt ist, also gehe von A nach B und von B nach C. Und es muss auch nicht mal unbedingt auf der Slave-Seite dann auch ein Clusterverbund sein, sondern wenn ich irgendwie ein Backup ziehen möchte, dann kann ich auch einfach das auf einen ganz normalen Server in ein Verzeichnis reinschieben lassen, über denselben Mechanismus. Ich brauche natürlich dieses eine Paket installiert, weil es muss da so ein kleiner Prozess laufen oder gestartet werden vom Master, und das war das aber auch schon. Es ist eine Einbahnstraße. Also die ursprünglichen Rollen Master und Slave sind festgelegt und dann auch nicht so einfach zu ändern. Sprich, wenn ich wirklich den Zustand habe, dass mein Hauptrechenzentrum, dass da der Clusterverbund nicht verfügbar war und ich hier im Notfallrechenzentrum gearbeitet habe und die Daten sich hier weiterentwickelt haben, dann muss ich, wenn das dann wieder zur Verfügung steht, kann ich nicht einfach Master und Slave die Rollen so einfach tauschen. Der empfohlene Vorgang ist, nachdem ich wieder zugreifen kann, auf jeden Fall die Replikation sauber zu stoppen, dass mir dann nichts überschrieben wird. Dann, und das steht echt so in der Dokumentation, das mit einem R-Sync mit ein paar Parametern rüberzuschieben, mit ein paar Parametern deshalb, weil viele wichtige Informationen stehen ja in den erweiterten Attributen. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall mitschleppen, wenn ich von meiner DA, von meinem Notfallrechenzentrum wieder zurückgehe. Habe ich das dann wieder hochkopiert, nochmal einen Vergleich machen und dann die Replikation wieder starten. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen was über objektbasierten Ansatz erzählt, und bei Cluster-FS war es bis zur Vorgängerversion, also bis zu der jetzt aktuell ist, war es so, dass eigentlich dieser objektbasierte Ansatz gar nicht so richtig gelebt wurde. Während bei Ceph zum Beispiel, wenn man da aufs Backend-Dateisystem guckt, das ist alles total wüst und man blickt überhaupt nicht durch, wie die Datei, die jetzt da oben meinetwegen ETC Services heißt, wie die da unten irgendwie gelandet ist. Und bei Cluster war das so schön 1:1 abgebildet, dass man das prima verstanden hat, was gut fürs Debugging ist, aber was nicht wirklich der objektorientierte Ansatz ist. Und der dann auch nicht so funktioniert, wenn man dann mit OpenStack und Co. arbeiten möchte. Seit Version 3.3 hat sich das geändert, aber auch hier haben sie einen relativ einfachen Ansatz gewählt. Es gibt einfach noch ein zweites verstecktes Verzeichnis auf dem Backend-Dateisystem. Und zu der eigentlichen Datei, die vorher schon da war, gibt es dann noch eine, die es einfach ein bisschen einen kryptischen Namen hat, und die sind einfach über einen Hardlink miteinander verbunden. Cluster-FS hat, ähnlich wie auch andere, sagen wir, Unix-basierte Dateisysteme, für jede Datei eine eindeutige Nummer, sowas wie eine Inode-Number, die aber anders heißt, Global File System ID,
Und ClusterFS nimmt einfach die her, um das dann als Objektbezeichner zu nehmen, um, jetzt, um das abzubilden. Ja, marketingtechnisch hört das Ganze auf den Namen UFO, Unified File and Object Zugriff. Ich würde es eher als Hybrid bezeichnen, weil dasselbe Objekt einfach auf zwei verschiedene Weisen zugreifbar ist. Und sie haben noch ein paar Pakete dazu gebastelt, dass man das Ganze dann auch einbinden kann, dass man die Sachen hat, die man dann für den Zugriff zum Beispiel aus dem OpenStack und kompatibel braucht. Ja, aus operativer Sicht, ein Dateisystem oder Storage muss wachsen können, muss vielleicht auch schrumpfen können und muss auf jeden Fall auch mit Ausfällen klarkommen. Das sind natürlich Basiseigenschaften und das funktioniert bei Cluster eigentlich auch ganz gut. Es ist total einfach, Server hinzuzunehmen. Man muss halt ein paar Sachen beachten. Wenn ich also ein Volume aufgesetzt habe, was einen Replikationsfaktor von 2 hat, dann muss ich natürlich immer 2 Bricks dazu nehmen oder 4 oder 6. Ich kann ja nicht nur eine dazu nehmen und sage Cluster, nee, das mag ich nicht. Aber es ist total einfach, es auch wieder, um einfach diese Sachen wieder rauszunehmen. Oder wenn ich ein repliziertes Volume habe und mir fällt ein Server aus, dann sind meine Daten immer noch da. Unterschied zu Ceph hier ist nochmal, ich muss das explizit konfigurieren. Ich muss also sagen, ich möchte dieses Volume repliziert haben. Wenn ich das nicht tue und mir fällt eine Brick aus, dann sind die Daten, die auf der Brick lagen, wirklich nicht zugreifbar an der Stelle. Das macht Ceph an der Stelle ein bisschen intelligenter und vorausschauender. Eine zweite Sache, die hier noch wichtig ist aus operativer Sicht, es ist nicht ganz einsichtig, also wenn man jetzt zum Beispiel ein sogenanntes verteiltes, repliziertes Volume hat, das heißt Verteilung, damit ich nicht immer nur auf eine Brick schreibe, sondern ich habe meinetwegen 2, damit er abwechselnd das zum Beispiel macht. Und dann noch repliziert, das heißt, ich habe nochmal 2, die als Kopien dienen. Wenn ich damit mit 4 Servern anfange und dann nochmal 4 dazu nehme oder 2 dazu nehme, dann ist die Reihenfolge wichtig. Weil je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die 2 neuen dazugebe, ist der eine die Kopie und der andere die Verteilung oder umgekehrt. Und wenn man sich dann die Information, wenn man sich das Volume mal anzeigen lässt, wie sieht das aus ClusterFS-Sicht, dann ist es nicht ganz eindeutig, welcher ist jetzt für die Verteilung und welcher ist für die Kopie zuständig. Das ist ein bisschen noch nicht so toll gelöst an der Stelle. Ah ja, ein Punkt noch. Verändere ich die Anzahl der Bricks, verändere ich die Topologie. Das bedeutet aber auch, dass Zuständigkeiten sich ändern aufgrund für diese Metadaten, wegen dieses elastischen Hash-Algorithmus. Für Daten, die schon liegen, bedeutet das, die bleiben erstmal auf der Brick liegen und ich müsste einen aktiven Prozess anstoßen, um die jetzt zu verteilen, wie es nach dem neuen aussehen müsste. Das ist dieses Rebalance, was man da braucht dann an der Stelle. Ja, was gibt es noch? Ja, Verschlüsselung, ja, wäre möglich. Es gibt man findet im Quellcode eine Beispielimplementierung für einen ganz einfachen Verschlüsselungsalgorithmus. Das Vorgehen bei Cluster ist hier, wie schon beschrieben, für jede neue Eigenschaft muss einfach nur ein Übersetzer, so ein Translator gebaut werden. Und diese Beispielimplementierung könnte man jetzt hernehmen und entsprechend aufbauen, um wirklich Verschlüsselung da einzubauen. Kompression gibt es auch nicht, würde man wahrscheinlich genauso machen, steht aber noch nicht mal auf der Liste der geplanten Features, sondern eher bei Nice to Have. Ähnlich sieht es auch bei Snapshots aus, wobei da man vielleicht über die Hintertür doch vielleicht ein bisschen mehr reinbekommt, da komme ich später aber nochmal drauf. Mit der letzten Version gibt es dann auch einen Hadoop-Connector, das heißt, ich kann jetzt ClusterFS wirklich als Ersatz für HDFS nehmen in einem Hadoop-Verbund, so wie ich das auch mit Ceph machen könnte. Bei der Logging-Granularität, da muss noch gearbeitet werden. Hier wiederum kommt ein bisschen negativ zum Tragen, dass ClusterFS alles so auf Dateiebene macht und nicht dieses Aufteilen macht, wie das Ceph zum Beispiel. Und das bedeutet halt, wenn ich mit der Datei arbeite, dann muss ich mit der ganzen Datei arbeiten. Sie können zwar dieses Byte-Range-Locking, aber gerade wenn man mit virtuellen Maschinen arbeiten, die dort ablegt, dann kommt es manchmal zu Performance-Problemen. Ups, das war falsch. So wollten wir hin. Anwendungsfälle. Da, wo wir es angeguckt haben und auch angucken, wäre ClusterFS als Ersatz für NAS. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Man könnte entweder sagen, okay, ich ersetze NFS als solches. Das heißt, auf der Serverseite tausche ich entweder meinen Linux-NFS-Cluster oder meinen NetApp-Filer aus und stelle dafür einen Clusterverbund hin. Und auf der Client-Seite greife ich weiter mit NFS-Clients drauf zu, ohne da irgendwelche Clusterprodukte auszurollen.
Oder aber ich löse das Protokoll als solches ab und spreche nativ ClusterFS, dann muss ich es auf der Client-Seite auch machen. Letzteres Setup wäre zu empfehlen, weil man da viele Sachen, die ClusterFS kann, kriegt man nur, wenn man auch das native Protokoll spricht, und mit NFS geht das quasi verloren. Aber auch der erste Fall ist ein guter Anwendungsfall, weil man immer noch hat, um Hochverfügbarkeit zu erreichen, muss man einfach mehrere Rechner hinstellen, muss nicht diese klassischen Failover-Cluster machen. Ich habe eine einfache Erweiterung. Ich habe, wenn man jetzt mal von der Software absieht, kann ich mir auch von der Hardware aussuchen, was ich möchte. Kann bei HP kaufen, bei IBM, bei Dell, bei Aldi oder bei EDK. Und nur über die Software habe ich dann festgelegt, das ist jetzt mein Storage-Hersteller. Was ich gern gesehen hätte, weil das Ceph so besonders toll kann mit dem RAD des Block-Device, und das hat der Martin gestern auch gut vorgestellt, das als Ersatz für SAN, da ist es aber noch in weiter Ferne an der Stelle. ClusterFS kann das an der Stelle einfach nicht, das wird als auf Dateisystemebene angeboten. Es gibt erste Versuche, diesen Umstand zu beheben. Natürlich, wie macht man es? Man muss irgendwie einen Translator entwickeln, der dann einfach mein Backend-Dateisystem nimmt und das als Blockgerät nach außen darstellt. Und da gibt es schon erste Implementierungen, sind auch schon upstream, fehlen aber noch ein paar Sachen, ehe das wirklich an der Stelle ist, wo jetzt zum Beispiel das RAD des Block-Device bei Ceph wäre. Und um das genau analog nachzubauen, müsste man dann auch was in Kernel reinkriegen, wo es noch gar keine Zeichen dafür gibt, dass man das überhaupt möchte. Und auch wenn das erledigt ist, und das ist was, wo Ceph dann auch schon ein bisschen weiter ist, da muss man weiterdenken. Wie sieht es denn aus mit Locking? Also Sachen, die jetzt bei einem HA-Cluster die Clusterware übernimmt. Es reicht halt noch nicht, dass ich Zugriff auf den Storage auf SCSI-Ebene oder auf Blockgerät-Ebene habe von mehreren Rechnern, sondern ich muss dann auch noch mehr Sachen sicherstellen. Also das ist noch ein langer Weg bis dahin, aber der Anfang ist gemacht. Was besser funktioniert, und das kam gestern beim Vortrag zu Ref auch schon mal dran, ist die Integration oder die Benutzung von ClusterFS als Storage-Backend für Virtualisierungslösungen. Klar, als verteiltes Dateisystem habe ich das schon eher benutzen können, hätte also meine Image-Dateien dort ablegen können, kann das einfach mounten und dann meinem KVM unterjubeln oder als NFS sogar ein VMware unterjubeln als Data Pool. Das ist aber nicht besonders geschickt oder nicht so smart, würde ich sagen, an der Stelle. Aber die Entwicklung ist auch vorangeschritten, die Integration in QEMU, in LibWirt, OWirt und Ref ist vorhanden. Ich kann also jetzt mit diesen Produkten auch entsprechende Objekte direkt im ClusterFS anlegen, benutze halt die entsprechenden Bibliotheken, ähnlich wie das bei RADOS, bei Ceph der Fall ist, dass ich über die Client-Bibliotheken dann direkt mit dem ClusterFS-Verbund treten kann, um meine Daten dort abzulegen. Gut, und da sind wir auch schon am Ende, sind sogar relativ schnell. Ja, was sind die Sachen, die mir wichtig sind oder auf die ich nochmal hinweisen möchte beim Dateisystem? Unterschied ist zum Beispiel zum Ceph, in dem Vortrag gestern war, die Schicht des verteilten Dateisystems bei ClusterFS ist deutlich, deutlich dünner. Hat den Nachteil, dass es weniger kann, weniger sexy ist vielleicht an der Stelle, nicht so tolle magische Sachen kann wie Ceph. Vorteil ist aber, dass es relativ einfach oder viel einfacher zu debuggen ist. Also wenn mir oben auf der Schicht irgendwas kaputt ist und ich nicht darauf zugreifen kann, dann komme ich oftmals übers Backend erstmal noch an die Daten ran und kann es auch an der Stelle noch korrigieren. Ich finde die modulare Architektur ganz schick, weil es dadurch einfach ist, neue Funktionen reinzubringen, ohne jetzt andere dadurch kaputt zu machen. Das ist sogar von den Entwicklern selber jetzt vor kurzem genutzt worden. Die hatten immer ein bisschen Probleme, ihren Code zu schreiben, weil Cluster FS intern asynchron funktioniert und sie wollten aber irgendwie mehr Richtung synchron das entwickeln. Und jetzt haben sie einfach so einen Translator entwickelt, der für die das macht. Das heißt, sie können jetzt nach Schema A entwickeln und über den Translator wird das dann nach Schema B in ClusterFS integriert. Da es die ganzen Prozesse schon gibt, also wir haben da mit Red Hat zusammengearbeitet, es gibt eine Supportstruktur, es gibt die ganzen Konstrukte wie zum Beispiel technischen Account Manager, Ticketsystem und alle möglichen Sachen, hat Red Hat von RHEL einfach auf Storage gespiegelt. Das heißt, Sie können da die gleiche Dienstleistung, die Sie für RHEL anbieten, auch für den Storage-Server anbieten, was jetzt für ein Rechenzentrum von unserer Größe gut ist, auch so wie wir ticken. Wir haben gerne einen Hersteller dahinter, auf den wir mit dem Finger zeigen können. Ist das aus unserer Sicht fertig, also kann man das operativ einsetzen. Nichtsdestotrotz gibt es
interessante Überraschungen, die manche mehr und manche weniger schockierend bei dem Proof of Concept Test, die wir gemacht haben. Also wir haben eine Applikation, die ist auch ein bisschen wüst und wild und die hat von mehreren Rechnern hat die Verzeichnisse angelegt und wieder gelöscht. Und das muss ein Dateisystem, Verteilungsdateisystem eigentlich können. Reproduzierbar haben wir ClusterFS damit in korrupten Zustand bringen können. Was man auf dem Backend fixen können, aber auf ClusterFS-Ebene war das quasi hin. Man braucht ein paar Randbedingungen, es muss ein repliziertes, verteiltes Volume sein. Und es ist teilweise ist das Ding auch schon gefixt. Und zwar es sind zwei Fehler, die dem zugrunde liegen. Und einer ist in diesem Replikationstranslator und der andere ist in dem Verteilungstranslator drin. Und der erste ist gefixt und den zweiten, da arbeiten sie noch. Aber die Entwicklung ist sehr aktiv, da passiert viel, man kriegt viel mit, auch jetzt neue Features, die reinkommen sollen, auch alles sehr, sehr gut einsehbar auf der Cluster-Seite, auch die Leute sind gut erreichbar, die Community ist sehr aktiv. Also sieht es nicht so aus, wenn es jetzt eine Sackgasse ist, irgendwas, was sterben wird und wenn man drauf setzt, dann ist man vielleicht in 5 Jahren ärgert man sich, dass man das gemacht hat. Ja, und dann bin ich eigentlich schon am Ende. Viele Informationen findet ihr bei cluster.org und von da dann vielleicht auch weiterhangeln. Gibt es auch gute News-Einträge. Es gibt dann noch ein zweites Projekt, was auf ClusterFS basiert, HKFS, war von der ursprünglichen Intention her gedacht, ClusterFS auch mandantenfähig zu machen. Das ist was mit Cluster auch kommen soll in einer der nächsten Versionen. Und da stehen auch relativ gute Informationen und Artikel. Ja, und die Bilder, die habe ich von der hier genannten Webseite runtergeladen. Dann danke für die Aufmerksamkeit am Donnerstagnachmittag und wir haben noch viel Zeit für Fragen. Da ist eine Frage. Wir haben was gefunden, was in den Bereich interessante Überraschung fällt. Also wir wollen virtuelle Maschinen hochverfügbar machen und haben deswegen auf den Servern direkt einen Client gesetzt. Mhm. Haken ist, dass der Client, obwohl er lokal eine Kopie hat, durchs Netz lesen will, was natürlich schlecht ist, wenn man nur ein Gigabit hat. Und ist die Frage, kann man den Algorithmus irgendwie beeinflussen, dass der lokal prefert oder? Weiß ich jetzt nicht, würde ich aber bezweifeln, weil wir im Netzwerkbereich auch einige Überraschungen hatten. Sachen, also du kannst zwar bestimmte Sachen sagen, geh nur über diese Interface, das haben wir aber festgestellt, dass er trotzdem über andere gesprochen hat. Also wir haben zum Beispiel ein Setup gemacht, dass wir für den sagen wir Backend-Verkehr, also Intra-Cluster-FS, eigene Schnittstellen hatten und um den Client zu reden, wieder separate. Aber für bestimmte Funktionen redet Cluster einfach über beide und wir haben ihn das auch nicht abgewöhnen können. Ja. Ja. Ja, aber ja, also im Netzwerkbereich ist wirklich, da haben wir uns schon ganz schön die Köpfe gekratzt, ja. Alle geplättet? Davon. Keine Fragen mehr? Doch. Ja. Wir suchen eine Lösung, um auf 6 bis 10 Servern Admin-Home-Dirs synchron zu halten. Aha. Wäre da ClusterFS was? Wie stark frequentiert sind diese Admin-Home-Dirs? Wird da viel geschrieben? Oder? Naja, auf den ganzen Kisten latschen im Zweifelsfall 100 Leute rum und arbeiten halt. Aber die Admin-Home-Dirs kann man auch mit einem Quota versehen. Geht mehr so um Schlüsselmaterial und sowas, dass das halt überall gleich ist. Okay. Nee, also das sehe ich eigentlich keine Probleme, das ist eine überschaubare Größe. Wir haben natürlich größeren Größenordnung getestet, das sollte eigentlich funktionieren. Also würde ich das, abgesehen von diesen Überraschungen, würde ich da keine Probleme erwarten. Aha. Kann man denn das wäre so ein Szenario, wo halt jeder Server den kompletten Datenbestand haben müsste. Genau. Und da wäre auch für mich die Frage, ob man dann die Anzahl der Server dynamisch ändern kann. Oder ob das irgendwie ganz schwierig ist. Ja, kann man, ist nicht schwierig. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du zum Beispiel, also wie jetzt das Verzeichnis, was du freigeben willst, wie du das aufgesetzt hast. Vorhin habe ich ja gesagt, wenn man einen Replikationsfaktor von 2 festgelegt hat, dann musst du immer 2 zufügen oder musst 2 rausnehmen. Aber abgesehen davon geht das relativ einfach. Also 9 reinbringen, also lassen wir mal Replikation weg, nur fürs Beispiel.
dann bringst du deinen neuen Schaffer rein, sagst nur bitte, mach dich allen bekannt. Und dann muss er die Daten noch nicht mal lokal vorliegen haben, schon kann er die nach außen geben und drauf zugreifen. Mhm. Na gut, aber hier hätte ich ja gerne, sag mal, slash home als das Verzeichnis, was ich exportiere oder wo es zumindest reingemountet wird. Mhm. Und wenn ich jetzt 5 Server habe und den 6. dazu nehme, dann würde ich ja den Replikationsfaktor von 5 auf 6 ändern wollen. Nee, musst du nicht. Also wenn der Replikationsfaktor 5 wäre, dann müsstest du 5 Server dazu nehmen. Das wird dann nicht mit einem gehen. Also in deinem Fall wird es wahrscheinlich so machen, ich würde mit 2 anfangen und dann immer in 2er-Gruppen das aufbauen. Aber einen einzelnen kann man dann nicht dazu nehmen. Ja. Aber ich will ja, dass jeder Server alle Daten hat. Sodass, wenn nur ein Server von denen übrig bleibt, ich immer noch arbeiten kann. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dann ist es nicht trivial. Jetzt habe ich es verstanden. Es müsste aber auch gehen. Man kann den Replikationsfaktor über eine Konfigurationseigenschaft ändern, über das Cluster-Kommando. Und mit Rebalance müsste das funktionieren. Das haben wir aber noch nicht probiert. Also laut Theorie müsste es gehen. Also wenn es keine anderen Fragen gibt, dann frage ich einfach weiter. Jawohl. Also ich sage nochmal den Use Case, vielleicht betrifft er ja auch andere. Mhm. Ne, wir haben ein großes Rechenzentrum, eigentlich 2 mit auch ein bisschen Abstand. Und wir wollen ein Jump-Host-Konzept einführen. Sprich, du kommst ins Rechenzentrum immer nur auf eine bestimmte Anzahl Server und von da aus weiter. Mhm. Und auf diesen Jump-Hosts arbeiten dann die Leute und haben da halt ihre SSH-Keys und ihre Vim-Config und was ihnen sonst noch Spaß macht. Und das hätte ich natürlich dann gerne verteilt. Weil ich will ja nicht wissen, auf welchen Jump-Host ich jetzt morgen wieder gehe. Ich gehe auf irgendeinen und kann weiterarbeiten. Und da müssen die Daten halt mitspielen. Und die Jump-Hosts sind verteilt über diese beiden Rechenzentren, oder? Genau. Ja, und mehrere pro Rechenzentrum auch. Und ich kann durch ein... Ja, dann sieht das, also sieht es aus wie in der, innerhalb des Rechenzentrums, wenn ich das über einen Clusterverbund mache, den ich dann über Georeplikation auf dieses andere Rechenzentrum spiegle. Nein? Georeplikation, hast du vorhin gesagt, wäre Einbahnstraße. Und wir haben ja 2 aktive Rechenzentren. Und das heißt, egal ob ich jetzt in dem einen oder dem anderen gerade ankomme, ich hätte die Daten gern synchron auf dem anderen und wäre auch bereit, dass das halt dann synchron langsamer geht. Also der Roundtrip ist 4 Millisekunden, muss halt dann ausreichen. Und dann ist halt auch klar, dass die Leute da nicht, ich weiß nicht, ihr Videostreaming von machen, sondern eben bloß ihre WimRC pflegen. Also Einbahnstraße meinte ich ja für, wenn du legst halt Master Slave fest und das ist dann schwer umzubauen. Und wenn du sagst, dass das Millisekunden noch akzeptabel ist für asynchron, macht das die Physik, also ist es nicht quasi von der Physik her schon unmöglich, weil die so weit auseinander sind, die Rechenzentren, oder? Ja, ist halt Frage, wie lange man warten will, ne? Bei DABD kannst du auch ganz weit weg Systeme mit synchron verschalten, dauert halt länger. Ja, und gut, das können wir jetzt auch machen. Wir können jetzt ein repliziertes Volume aufsetzen, was dann über beide geht. Dann würde ClusterFest zumindest versuchen, das immer synchron rüberzuschieben. Aber du hast dann natürlich mit deiner Netzwerklatenz hast du zu kämpfen. Das haben wir jetzt auch nicht getestet, in unserem Fall nicht getestet, ob sich das irgendwie negativ bemerkbar macht, wenn ClusterFS zum Beispiel da schreiben kann und da lange warten muss an der Stelle. Hast du mir einen anderen Tipp für eine Lösung, um so ein Thema wie Admin-Homes zwischen solchen Jump-Hosts synchron zu halten? Ich weiß nicht, wie die anderen das machen, aber ich glaube, viele haben hier Admin-Homes. Ja. Bitte? SCP. Ja gut, wir haben 100 User, ich würde es gerne zentral aufsetzen. Ja. Eigentlich klingt das... Ich meine, es riecht nach NAS oder NAS ähnlich. Also jetzt komplett was anderes würde mir auf Anhieb nicht einfallen. Dir? Na, natürlich haben wir NAS, aber so ein Jump-Host ist halt was uns so ein bisschen das Türchen ins Rechenzentrum macht. Und wenn das sollte sozusagen als letztes kaputt gehen. Das heißt, wenn das NAS schon am Sterben ist, möchte ich da immer noch arbeiten können. Ja. Mit meinen SSH-Schlüsseln. Ja. Ja, was man quasi machen können, wenn man diese Jump-Hosts zu einem Cluster-FS-Verbund oder nehmen wir jetzt mal ein beliebiges verteiltes Dateisystem zusammenfassen. Aber jetzt, wenn wir davon weggehen, wenn wir diesen Ansatz nicht wählen, würde mir jetzt nichts anderes einfallen, wenn ich jetzt nicht ein verteiltes Dateisystem in irgendeiner Weise nehme. Ja.
Ja. Nee, kann ich. Fällt mir auch nichts anderes ein. Jetzt hast du mal. Ja. Gut, vielen Dank. Oh, gern geschehen. Ja, keine weiteren Fragen? Dann. Jetzt kommen sie alle. Wo geht denn die Reise künftig hin wegen Backend-Filesystemen? Gibt es da schon irgendwelche Aussichten momentan? XFS ist ja schon ein bisschen in Jahre gekommen vielleicht. Das hat einen zweiten Höhenflug erlitten eigentlich seit Kurzem. Also man hat da einiges, also das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, hat man wirklich viel gemacht, wo Flaschenhälse waren im Metadatenbereich, da ist es deutlich besser geworden. Es ist ein gut abgehangenes Dateisystem, weswegen es da an der Stelle auch gerne genommen wird, weil es robust ist an der Stelle. Also auch zum Beispiel die Ceph-Leute, kann da Martin ja bestätigen, die hatten zum Beispiel mit ButterFS angefangen, weil das viele schöne Funktionen hatte, die in einem bestimmten OSD-Standard drin stehen. Aber für einen Produktiveinsatz sagen die halt auch, nimmst du XFS. Ist es schwer zu sagen. Ich hätte jetzt natürlich gedacht, so aus Dateisystemsicht für Lokale, wahrscheinlich ButterFS wird die Zukunft sein. Da Reddit ja aber relativ viel zu sagen hat und die sich da ein bisschen sträuben, auf diesen Zug aufzuspringen, ist es schwierig. Also ich würde mittelfristig sagen, bleibt es beim XFS und danach, das ist schwer zu sagen. Ja. Aber also die Reddit-Hattler, die sind sehr... sträuben sie sehr auf den ButterFS-Zug aufzuspringen. Deswegen erwarte ich da in der Richtung nichts. Und sie lassen sogar X4 ein bisschen fallen. Also sieht es aus nach XFS. Mhm. Was sind die Hintergründe, dass die X4 fallen lassen? Das sagen sie ja nicht so genau. Also mir ist gesagt worden, dass es bestimmte Anwendungsfälle gab, wo es halt nicht gut genug skaliert hat, zum Beispiel. Oder es sind in Fehler reingelaufen. Ich habe das auch nur semi-offiziell, diese Aussagen, also aus Tür- und Angelgesprächen rausbekommen. Und das ist für die eine drastische Veränderung sowieso. Erstens, weil momentan machen sie ja Geschäfte damit, dass sie XFS verkaufen. Das heißt, wenn sie es als Standarddateisystem reinnehmen in ihr RHEL, müssen sie das komplett wegschmeißen. Und von X4 kann man ja quasi zu ButterFS migrieren, ohne die Daten hin und her zu schaufeln. Das schneiden wir mit XFS auch komplett ab. Da musst du wirklich kopieren oder Dump und Restore und sowas machen. Also Ich finde XFS nicht schlecht, ich finde es schon ein gutes Dateisystem, aber jetzt von X4 auf XFS zu gehen und ButterFS komplett liegen zu lassen, weiß ich nicht. Ja. Gibt es Informationen zur Release-Politik? Weil ich hatte auf der Mailingliste gelesen, es sollte eine Beta im Dezember kommen, jetzt ist die Alpha im Februar gekommen, also ja, das ist ja ein bisschen... Nein, weiß ich nicht. Ach, okay. Ja.